Si noi, si noi, 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 Sie singen, sie tanzen, sie beten bis zur Ekstase. Ein Freudenfest jüdischer Siedler im Westjordanland. Viele von ihnen sind Amerikaner. Sie kommen aus Brooklyn, Boston, Chicago und Philadelphia, um im Heiligen Land ihr Seelenheil zu finden. Einer von ihnen, Rabbiner Daniel Cohen. Das Land, so glaubt auch er, ist den Juden von Gott versprochen. Dass sie auf palästinensischem Land siedeln, kümmert sie nicht. Vor kurzem ist ein kleiner Junge von Palästinensern umgebracht worden. Doch selbst diesen Preis sind die Siedler aus Amerika bereit zu zahlen. Für ein Leben auf heiliger Erde. Es war Mord. Ein Terrorist kam in die Siedlung und tötete eines unserer lieben Kinder. Aber weise, aufrechte Menschen beschweren sich nicht über Dunkelheit. Sie zünden einfach noch ein Licht an. Dafür sind wir hier. Dies ist der Platz meiner wahren Identität. Ich bin den Vereinigten Staaten auf immer dankbar für die Geborgenheit und alles, was sie mir und meinem Volk gegeben haben. Aber der Platz des jüdischen Volkes ist im Lande Israel. Das palästinensische Dorf Al-Ma'asara. Direkt daneben die jüdische Siedlung Tekoa am Rand der judäischen Wüste. In der kleinen Synagoge legt der Amerikaner Seth Mandel die Gebetsriemen an. Sein Sohn Kobi war 13 Jahre alt, als er von Palästinensern erschlagen wurde. Doch nach Kobis Tod, die Siedlung zu verlassen und zurück in die USA zu gehen, kam Seth nicht in den Sinn. Im Gegenteil, nur in seiner Gemeinde, sagt er, kann er Trost finden. In Jahrtausende alter Geschichte. Wenn ich die Gebetsriemen anlege, dann weiß ich, dass Abraham, Isaac und Jakob 1 oder 2 Kilometer von hier ihre Gebetsriemen angelegt haben. König David war hier. Herodes hat seinen Palast hier gebaut, einen kurzen Fußweg entfernt. Das ist ein tiefer Teil meiner Herkunft, ein tiefer Teil dessen, was ich bin, weil das Judentum ein tiefer Teil dessen ist, was ich bin. Dass ich Amerikaner bin, ist auch ein tiefer Teil dessen, was ich bin. Aber meine Vorfahren waren jüdisch, lang bevor sie Amerikaner waren. Seth Mandel ist Leiter einer Stiftung. Seine Frau Sherry lehrt in Jerusalem kreatives Schreiben. Sie sind Israelis, doch auch hier bleiben sie Amerikaner. Zum Frühstück gibt es vertrautes Essen aus den USA, nicht typisch israelisches wie Hummus, Pita und Avocado. Ich habe gerne in Amerika gelebt. Mein ganzes Leben war dort. Ich hätte auch bleiben können. Aber ich schätze, es war einfach interessanter. Es war wichtig für uns, hierher zu kommen. Sie sehen aus wie eine Amerikanerin. Sie reden wie eine Amerikanerin. Ich bin Amerikanerin. Als ich meinen Universitätsabschluss machte, wollte ich nach New Orleans gehen, um dort Barman zu werden. Ich kam aus Connecticut, da war es kalt. New Orleans ist warm. Aber plötzlich bot man mir an, eine Weile in einem Kibbutz zu arbeiten. Und so kam ich nach Israel.
Am letzten Tag, bevor ich in die USA zurückfliegen wollte, traf ich einen Rabbiner an der Klagemauer. Der sagte mir, wie kann es sein, dass du nicht offener gegenüber deiner eigenen Religion bist? Und das war der Beginn einer langen Reise, die meine gesamte Identität veränderte und mich eins machte mit der ganzen Geschichte des jüdischen Volkes. Ihr ältester Sohn dient wie alle Gleichaltrigen im Militär. Die Sorgen der Eltern begleiten ihn auf seinen Einsätzen. Sein jüngerer Bruder wurde auf einer Wanderung mit seinem Freund ermordet. Durch Palästinensergebiet, das nach Meinung der Siedler zu ihrem Heimatland Israel gehört. Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum mein Sohn getötet wurde. Er war Jude, ein jüdischer Junge, der mit seinem Freund seine Nachbarschaft, das Land Israel, auskundschaftete. Und weil die Palästinenserregierung ihrem Volk Judenhass einimpft, brachten ein paar Leute zwei jüdische Jungen um, als sie die Gelegenheit dazu hatten. Seth Mandel sieht sich als Krieger im Kampf um das Heilige Land. Immer wieder zieht es ihn zu der Höhle, in der Kobi ermordet wurde. Doch dass er vielleicht ermordet wurde, weil die Siedler palästinensisches Land rauben, davon will Seth nichts wissen. Er habe jedes Recht, hier zu leben, auch wenn die Palästinenser das Land für sich beanspruchen. Mohammed Ahmed Hassan Ibrajie lebt in Al-Ma'asara, keine 2 Kilometer von Seth und Sherry entfernt. Hunderte von Hektar Land haben die jüdischen Siedler von den Palästinensern gestohlen. Ifrat, die Nachbarsiedlung, erstreckt sich über 7 Hügel. Land, das früher einmal die palästinensischen Farmer bewirtschafteten. Aber wir geben dieses Land nicht auf. Es ist unser Lebensunterhalt. Oliven und Mandelbäume, Zitrusplantagen, Aprikosen, davon leben wir. Für die Siedler mag es das Land sein, das ihnen von Gott versprochen wurde. Für mich ist es palästinensisches, arabisches Land. Ja, die Juden haben hier gelebt, vor Jahrhunderten. Aber viele Nationen haben dieses Land besiedelt. Die Römer, Perser, Byzantiner, Kanaaniter. Heißt das, dass sie auch heute noch Anspruch auf dieses Land haben? Ja, dass ich hier lebe, ist eine politische Aussage. Als Jude, als Mensch und als Amerikaner sollte ich leben können, wo ich will. Wenn ich in Paris leben will, sollte ich in Paris leben können. Der einzige Platz, wo man mir sagt, dass ich nicht leben kann, ist der Platz, an dem auch meine Vorväter gelebt haben. Abraham, Isaac und Jakob, Sarah, Rebekka und Rachel. Gott gab den Juden das Land, bebaut es. Eine Ideologie des religiösen Fundamentalismus, die amerikanische Rabbiner wie Shlomo Riskin den Siedlern immer und immer wieder predigen. Für Seth ist Riskin Freund, Rabbiner und Seelsorger. Für die Siedlerbewegung ist Riskin eine lebende Legende. Vor 40 Jahren hat der New Yorker Ifrat gegründet, eine der größten Siedlungen im Westjordanland, Heimat für 10.000 Amerikaner. We are here doing, bringing our culture, part of our culture, into Eretz Yisrael. Ein Siedlungsfest organisiert von Seth Mandel. In Erinnerung an seinen ermordeten Sohn Kobi hat er eine Stiftung für Terroropfer gegründet. Die Feier, eine Spendenveranstaltung für die Kobi-Stiftung. Vom Abenteuerspielplatz bis zum Rodeo, alles ist amerikanisch. Die USA und Israel sitzen im selben Boot. Davon ist hier jeder überzeugt.
from the beginning of our conflict with the Palestinians. Jeder, der meint, unser Konflikt mit den Palästinensern sei das größte Problem, irrt. Es ist ein Weltkrieg zwischen uns und dem islamischen Fundamentalismus, der die freie Welt zerstören will. In Israel werden die Kapitelüberschriften der Weltgeschichte geschrieben, nicht nur die der jüdischen Geschichte. Deshalb sind wir hier. Wir leben nur einmal, also versuchen wir, Teil einer Kapitelüberschrift zu sein und nicht Teil einer Fußnote. Die Siedlerbewegung, so glauben hier alle, schreibt Geschichte. Hier kommen sie zusammen, Rabbiner Rifkin, die Mandels und junge Siedlerpioniere wie Michael Luria. Ein Australier, der mit seiner New Yorker Frau Susie heute aus seiner abgelegenen Siedlung in die Amerikaner-Siedlung Efrat gekommen ist. Hier fühle ich mich wie in Amerika. Bis jetzt habe ich kein Wort Hebräisch gehört. Unglaublich, wie viele Amerikaner Israel zu ihrer Heimat gemacht haben. Besonders Efrat. Next is a free ride to the airport from Bernice and Eddie Cohn. A free ride to the airport, even if you don't have to go to the airport. Das Siedlerfest in Efrat ist für die Lurias ein Ausflug in eine blühende Luxussiedlung. Sie leben weit weg, am Rande der judäischen Wüste. Wie alle abgelegenen Siedlungen wird auch die der Lurias rund um die Uhr vom israelischen Militär bewacht. Nach internationalem Recht sind alle Siedlungen illegal. Viele dieser Wohnwagensiedlungen sind selbst nach israelischem Recht illegal. Meist über Nacht hochgezogen sind sie Außenposten bestehender Siedlungen. Und doch ist der Staat verantwortlich für die Sicherheit seiner Bürger und für eine Infrastruktur, obwohl die Siedler dort illegal leben. Ein Magnet, so scheint es, für amerikanische Juden und deren Pioniergeist. Der Wilde Westen im Westjordanland. Eine Einöde, in der die New Yorkerin Susie Luria drei Kinder aufzieht. Ihr Mann Michael ist Makler. Zwei Tage in der Woche ist er in Jerusalem. Den Rest der Zeit arbeitet er von zu Hause. Das Leben in Amerika war ihnen zu wenig sinnerfüllt, obwohl Susie aus einer imposanten jüdischen Familie in Manhattan stammt. Heute sehen ihre Kinder zwar noch amerikanische Filme, aber nur mit biblischem Bezug. Diesmal im DVD-Player eine Komödie um einen Kongressabgeordneten, der von Gott den Auftrag bekommt, die Arche Noah neu zu bauen. Wozu sind wir auf dieser Welt? Was tun wir hier? Schlafen, essen, ins Kino gehen, im Internet surfen? Hat uns Gott deshalb in die Welt gesetzt? Glaube ich nicht. Es muss einen tieferen Grund für unser Dasein geben. So lange sind wir doch nicht hier. 80 Jahre, 90, wenn du brav bist, 120. Die Frage ist also, wer klopft da an der Tür? Es ist die Nachbarin Yael. Auch sie ist von New York nach Israel gezogen, um eine Familie im Heiligen Land zu gründen. Ein Dorf im biblischen Judäa zu bauen, wie die Siedler das Westjordanland nennen. Das Leben ist hart in Gipscontainern in der Wüste. An diesem Morgen ist Michael eine Maus in die Falle gegangen. Yael nimmt es mit Humor, doch Michaels Frau Susie muss sich fast übergeben. Wir müssen viele Opfer bringen, aber andere Sachen machen das wieder wett. Es ist eine Balance, aber bisher überwiegen die guten Dinge. Wenn wir diesen Ort verlassen würden, wäre es, als würdest du uns ein Körperteil abschneiden. In Amerika war ich immer zuerst Jüdin, nie Amerikanerin.
In der Universität habe ich mich mit Leuten angelegt. Ich war immer die Jüdin, die radikale Jüdin, die die israelische Flagge schwenkt und unsere Rechte verteidigt. Trotz allem Zionismus, die Hausaufgaben in Hebräisch fallen den Kindern noch etwas schwer. Ihre Muttersprache ist Englisch. Und auch die Lurias bleiben der amerikanischen Küche treu. Susi sucht ein Backrezept für eine Feier am Abend. Heute begehen die Siedler den Jahrestag der Eroberung Ostjerusalems im Sechstagekrieg. So that might be your punishment. What are you bringing tonight? I'm bringing. Und dafür backe ich was echt Amerikanisches, einen Boston Cream Pie, einen Boston Sahnekuchen. Aber zu Ehren des Feiertags nenne ich ihn Jerusalem-Sahnekuchen. Eine Verbeugung vor Jerusalem. Okay. Jerusalem, der Kampf um die heilige Stadt, ist auch ein Kampf der Siedlerbewegung. Das Land Israel, schreien sie, gehört dem Volk Israel und nicht Ismael, nicht den Muslimen. Siedler während einer Demonstration im palästinensischen Ostjerusalem. Bis an die Zähne bewaffnete Polizisten schützen sie vor den aufgebrachten Palästinensern. Immer mehr Siedler, auch Amerikaner, lassen sich im Ostteil Jerusalems nieder. In Stadtvierteln, die Israel zwar annektiert hat, die nach internationalem Recht aber zu den besetzten Palästinensergebieten gehören. Auch Rabbiner Daniel Cohen, der New Yorker Siedler mit der Klarinette, ist nach Jerusalem gekommen, um Solidarität zu zeigen mit den Siedlern in der heiligen Stadt. Der amerikanische Rabbiner spricht perfekt Hebräisch. Ein Haus nach dem anderen kaufen die Siedler auf und setzen die palästinensischen Mieter auf die Straße. Vor der Staatsgründung Israels war das Viertel teilweise jüdisch. Darauf berufen sich die Siedler heute und besetzen es aufs Neue. In einem Gespräch mit einem der Siedler stärkt Rabbiner Cohen ihm den Rücken. Ich komme aus den Vereinigten Staaten. Das ganze Land ist entstanden auf der Basis der Besatzung. Leute kamen aus Europa und besetzten das Land der indianischen Ureinwohner. Als ich nach Israel kam, kam ich einerseits mit demselben Pioniergeist, aber andererseits ist es überhaupt nicht zu vergleichen. Nach Amerika kamen die Einwanderer von außerhalb, besetzten ein Land, das ihnen nicht gehörte. Aber hier in Israel sprechen wir von einem Volk, das zum Pionier im eigenen Land wurde. Wir kommen nach Hause. Deswegen sind wir so stark. Die Stärke findet Rabbiner Daniel Cohen im Gebet. Im Gebet in einer Pilgerstätte für gläubige Juden, dem Grab von einem legendären jüdischen Hohepriester. Nach dem Gebet hält Cohen den jungen Siedlern einen Talmud-Vortrag. Einzig durch das beharrliche Siedeln in der heiligen Stadt und im Westjordanland, predigt Cohen, würden sie das messianische Zeitalter einleiten. Wir müssen diesen Ort besiedeln, mit aller Stärke besiedeln, auf unser Recht bestehen, erhobenen Hauptes, bis mit Gottes Hilfe die ganze Welt unser Recht hier anerkennt und versteht, dass das Volk Israel im Lande Israel sein muss.
Zur gleichen Zeit predigt Cohens Rabbinerkollege Shlomo Riskin zu einer Gruppe von orthodoxen Teenagern. 75 Mädchen, die ein Jahr in jüdische Schulen in den USA gehen. Ihr Ziel, möglichst viele amerikanische Juden nach Israel zu bringen. Ich stamme aus Brooklyn, New York. Als ich als junger Rabbiner nach Israel in die Siedlung Efrat einwanderte, kamen 60 Familien meiner Gemeinde mit mir. Aber 86% aller amerikanischen Juden waren noch nie in Israel. Die restlichen 14% waren schon zigmal hier. 20-mal, 30-mal. Immer wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Rabbiner, ich bin schon zum 100. Mal hier, sage ich, ist mir egal, Sie müssen nur einmal kommen. Und hier bleiben. Riskin, ein Meister der Propaganda. Auf allen Ebenen. Zurück in seinem Büro lässt er die wöchentliche Videopredigt für seine Internetseite aufzeichnen. Aber tausende amerikanische Juden erreicht er über das Internet. Immer wieder geht es um die Besiedlung des Landes. Heute spricht Riskin über Moses, der nach dem Auszug aus Ägypten das Heilige Land auskundschaften ließ. Die Ironie, schon vor 3500 Jahren hatten die Juden dieselben Probleme. Riskin schlüpft in die Rolle von Moses und ereifert sich. Das Volk, die Leute, die das Land bewohnen, sind sie stark? Sind sie schwach? Sind es wenige? Sind es viele? Und die Städte? Sind sie gut verteidigt? Wie leicht kommt man herein? Bringt mir einen ehrlichen Bericht. Aber ereifert euch über die Früchte des Landes, die Erzeugnisse des Landes, den Reichtum des Landes. About the richness of the land. Auf Schritt und Tritt bewacht von der Armee, widmen sich die Siedler dem Reichtum des Landes. Ein landwirtschaftliches Wettrüsten mit den Palästinensern. Michael Luria hat einen Olivenhain angelegt, sehr zum Ärger der Palästinenser, die jeden Schritt der Siedler als Kriegserklärung sehen. 500 bis 600 Olivenbäume haben wir da drüben gepflanzt. Alle wurden von den Arabern, von unseren freundlichen Nachbarn, zerstört. Dazu Landwirtschaftsgeräte im Wert von zigtausend Dollar. Wasser stehlen sie, zerstören unsere Rohre, nur weil sie uns hassen. Du kannst mit denen nicht verhandeln. Die wollen immer nur mehr. Sie wollen uns umbringen, springen sich in Bussen in die Luft. Ich habe es immer gesagt, es ist nichts als eine andere Form von Antisemitismus. 2000 Jahre lang haben sie uns verfolgt, wo wir auch waren. Endlich kommen wir zurück nach Israel und sie finden eine neue Ausrede, um uns verrückt zu machen. Frieden wird es nicht geben, bis sie uns Juden auch von hier vertrieben haben. Aber meinst du, wenn ich aus diesem kleinen Ort hier abhaue, gibt es Frieden? Ich glaube einfach nicht, dass die Araber wütend auf uns sind. Die sind wütend auf die ganze Welt. Und solange sie nicht in Ordnung bringen, was auch immer sie stört, solange werden sie ihren Frust an unschuldigen Menschen auslassen. Die geben keine Ruhe, bevor sie Hitlers Job vollendet haben. Amerikanische Siedlerlogik bei Hamburgern, Hotdogs und Ketchup. Jeder Palästinenser, der sich gegen die jüdische Besatzung wehrt, ist ein zweiter Adolf Hitler. Im palästinensischen Nachbardorf schickt Mohammed Ahmed Hassan Ibrajir seine kleine Tochter in den Hinterhof, um Salbei für den Tee zu pflücken. Früher hatten sie Ländereien. Doch die haben die Siedler in Beschlag genommen. Für Mohammed ist Widerstand gegen die Siedlerbewegung ein natürliches Recht. Seine Vorbilder, arabische islamische Kämpfer wie der Hisbollah-Scheich Hassan Nasrallah, Saddam Hussein
und Yasser Arafat. Unser Kampf richtet sich vor allem gegen die Siedler und natürlich auch gegen die israelische Armee. Letztendlich aber ist jeder Israeli unser Feind, denn die Armee rekrutiert jeden Staatsbürger, und zwar um uns Palästinenser zu bekämpfen. Sie werden gehasst, doch sie lassen sich nicht beirren. Susi will die provisorische Synagoge für den Jerusalem-Tag schmücken. I know, isn't it exciting? No. Hooray for Hollywood. Susis amerikanische Freundin versucht, die Stereoanlage zum Laufen zu bringen. Die einzige Radiostation, die sie in der Wüste empfangen, sendet ausgerechnet aus Jordanien. Country-Musik in einem arabischen Sender für jüdische Siedlerinnen aus New York. Zur Feier des Tages hat Susi Luria ihren Jerusalemer Sahnekuchen mitgebracht. Gemeinsam singen sie die Hymne der, wie sie meinen, wiedervereinten Stadt Jerusalem. Israelische Patrioten durch und durch. In einer Wüstenstadt hat Seth Mandel, der amerikanische Siedler, dessen Sohn Kobe von Palästinensern ermordet wurde, ein Sommerlager für Terroropfer organisiert. Kinder, die Eltern oder Geschwister verloren haben. Beschäftigungs- und Gesprächstherapie sind ein Teil im Camp der amerikanischen Siedlerfamilie. Doch auch die Tora spielt hier eine Rolle, aus der Siedler wie die Mandels ihr Recht entnehmen, im Westjordanland zu siedeln. In einem sogenannten biblischen Zelt zeigen sie den Kindern einen Film über den Urvater Abraham. Dem hat Gott, wie es hebräisch über die Leinwand geschrieben steht, das ganze Land versprochen, bis in alle Ewigkeit. Es ist keine historische Antwort und keine politische. Die Antwort ist spirituell. Die spirituelle Verbindung zwischen dem jüdischen Volk und dem Land Israel. Sie begann mit Abraham und wurde von Generation zu Generation, von Vater zu Sohn, von Mutter zu Tochter weitergegeben. Bis hin zu meinen Kindern und letztendlich zu meinem Sohn Kobi, der zum Opfer wurde. So unglücklich es auch ist, durch dieses Opfer halten wir nur noch stärker an diesem Land fest. Unser Opfer ist der Beweis, wie wichtig dieses Land für das jüdische Volk ist. In der Wohnwagensiedlung holt Susi Luria ihren Sohn aus dem Kindergarten ab. Sie zogen von Brooklyn in die Wüste, die amerikanischen Siedler. Sind sie religiöse, fanatische Fundamentalisten? Sie sehen sich als die Hüter des Judentums.